Wie geht's denn jetzt mit Bayern weiter? Ruhe, Herr Ministerpräsident. Bayern muss auch gegenüber dem Bund noch souveräner werden. Ja, aber wie genau wollen Sie dies erreichen? Herr Ministerpräsident, was machen Sie denn jetzt? Austreten. Demnach müsste das sofort unverzüglich in Kraft treten. Was? Ja, das ist der Mauer von einem Trick gewesen. Bayern tritt aus! Reißt er so! Moment, ja. Also von Austreten war nie die Rede. Ich hab's wieseln müssen, Gott sei Dank fix. Wir verstehen die schon. Die Tour ist sehr gut gemacht. Merkt euch das Datum. Das wird ein Feiertag werden. Das hat doch mit Politik nichts zu tun. Überhaupt nichts. Und trotzdem gefällt den Leuten deine Aussage. Oh, das fühlen wir endlich wieder um mit. Warum also nehmen wir sie nicht beim Wort? Bayern ist doch viel schief in Deutschland, das passt überhaupt nicht dazu. Franken sind schon immer deutschtreu gewesen. Wir werden im Bund bleiben, da kann kommen und wollen, was will und mag. Auch gut. Mal schauen, ob der neue König schon eingezogen ist auf Schloss Herrenchiemsee. Ja, das ist er. Aber wie kann man so eine Scheiße trocken? Super Kommentar. Wer regiert denn hier? Wir oder die Presse? Die ganze Welt lacht über mich. Wo steckt der bayerische Ministerpräsident Reitmeier? Entschuldige. Servus, Edmund. 10 Minuten rufe ich dich zurück, gell? Herr Wachbar! Kathi. Hi. Kennst du mich nicht mehr? Das ist der Wachbar. Ja, der ist immer ein bisschen geschammig bei fremden Leuten. Wenn der Reitmeier jetzt hier Homeoffice macht, sind Sie die Empfangsdamen, oder? Und Sie sind von den Zeugen Jehovas, oder wie? Also dann danke fürs Rumstehen. Fürs Türstehen. Und fürs Hofstehen. Ihnen nochmal vielen Dank fürs Aufstehen. Der bayerische Ministerpräsident hat keine Eier und sucht sie deshalb jetzt am heimischen Hof. In seiner Position kann man sich nicht einfach zurückziehen. Oh, Hans. Moment, nein, ich habe kein Interesse an einer Alpenrepublik. Und jetzt holt's der Schirche Schnitzel, Papi. Ministerpräsident bestätigt, keine gemeinsame Politik mit Österreich. Politik, das ist ein viel zu weites Feld. Politik, das sagt meine Devisen. Die hast du aber sauber geholt. Wir besuchen heute die Familie des in Kritik geratenen Ministerpräsidenten. Ist der Herr Reitmeier da? Der war schon lange nicht mehr da. Dann ist er entführt worden. Das hätte man doch gesehen. Ihr Gatte hat das Haus nicht verlassen. Falls du es vergessen hast, wir sind da, meinen Papa zum holen. Mein Bruder ist mal wieder euch scheißegal. Ey, Gatte. Ich bin ein hohes Tier, oder was? Wenn du jetzt einer Giraffen denkst, das bist du nicht. Ich kann dir sagen, du hast schon ein paar tausend Leute unter dir. Kann ich eigentlich nur der Gärtner vom Ostfriedhof sein, oder? Wer fährt neu von euch bei? Das ist wieder typisch dort. Kann trinkst du mal 5,5, dann weißt du gleich wieder super gehen. Bei uns auf dem Land ist man da gerade mal Fahrer. Wir machen jetzt gerade einen Unterschied zwischen einem Lagerhellen und einem Edelstoff. Das meine ich, wird eher frisisch herb. Von unserer Seite kann die Grenze natürlich offen bleiben.